Was habe ich in 5 Jahren Motorrad-Rennstreckenfahren alles gelernt? Ich habe tatsächlich Jubiläum, denn exakt vor 5 Jahren, im Januar 2017, bin ich das erste Mal Motorrad und somit auch Rennstrecke gefahren, weil mein erstes Mal Motorradfahren war auf der Rennstrecke. Ich sage ganz bewusst Motorrad, ein richtiges Motorrad mit Straßenreifen, ein Supersportler, weil ich vorher sowas noch nie gefahren bin, auch keinen Führerschein hatte und nur Motocross gefahren bin. Dies zwar vom Kindesalter, aber halt nicht auf dem Sportgerät mit glatten Reifen. Und da ich das mal probieren wollte und es gerade Winter war und ich unbedingt fahren wollte, habe ich gehen müssen im Januar nach Spanien auf die Rennstrecke. Und das ist jetzt genau 5 Jahre her. Vor 5 Jahren hat mich quasi dieser Virus gepackt und ich konnte meine Leidenschaft dahingehend ausleben, habe alles Notwendige gemacht und getan, um in diesem Sport Spaß zu haben in erster Linie. Und durch ganz einen komischen Zufall mit YouTube und so weiter wurde das dann irgendwann zum Business tatsächlich. Und die letzten Jahre habe ich pro Jahr so circa 20.000 bis 25.000 Kilometer Rennstrecke abgespult. Und da habe ich so einiges gelernt und auch einiges wieder verworfen. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, was so die typischen Sachen sind, die ich in der Phase gelernt habe, dann fallen mir auf Anhieb quasi eigentlich nur die wichtigsten ein, wo ich der Meinung bin, das ist etwas, was ich gerne mit euch teilen möchte und was ich euch weitergeben möchte. Deswegen bleibt sehr gern dran, ist vielleicht für den einen oder anderen von euch sehr spannend. Dieses Video wird dir präsentiert vom Ridelink Wingman, deinem digitalen Sozius fürs Motorradfahren. Das Ganze geht natürlich von Kleinigkeiten, die relativ leicht umzusetzen sind, bis eher technisch, fahrerisch schwierigere Sachen. Ne? Also so von bis, und ich fange mit den Kleinigkeiten, die man denkt, dass sie vielleicht klein sind, aber doch dann auch Großes bewirken. Mit denen fange ich mal an, um so einen kleinen Einstieg fürs Warm-up, für dieses Video quasi. Also setz dich hin, nimm dir was zum Schreiben mit und viel Spaß. Eines der wichtigsten Dinge für mich, und ich habe auch viele Schüler gehabt in der letzten Zeit, ist Gelassenheit und Ruhe. Intuitiv passt das natürlich überhaupt nicht zusammen, weil du gehst auf die Rennstrecke, da ist Adrenalin, da ist wow, nun, krass, und na, du willst powern, du willst Gas geben, ja, so viel wie möglich Zeit nutzen, so viel wie möglich aus dem Gekauften quasi rausholen, die Zeit, die Turns sind zeitlich begrenzt, das Wochenende ist zeitlich begrenzt, der Tag ist zeitlich begrenzt, du hast nur maximal so und so viel Zeit. Und das tut einen unterbewusst meistens so einen Stress verabreichen, obwohl einem das meistens selbst gar nicht auffällt. Aber mir fällt es bei anderen auf und somit ist mir auch bei mir selber auffallen, und das war eins der schlimmsten Sachen, die mich fahrerisch extrem beeinträchtigt haben, weil dann so eine Anspannung entsteht. Und diese Anspannung, da vergeht einem eigentlich die Lust vom Motorradfahren und man ist relativ schnell K.O., obwohl man eigentlich anhand der sportlichen Betätigung gar nicht so schnell K.O. wäre, aber der Kopf so viel Energie dann zieht durch diese irrsinnige Anspannung, dass man eigentlich A, dabei nicht mehr sicher ist, B, sowieso nicht mehr schneller wird, C, ist nur eine Frage von Glück oder Zufall ist, ob man überhaupt die richtige Linie trifft oder eine schnelle Runde fährt oder irgendwie sowas, und man wurschtelt sich auf bayerisch gesagt so einfach durch die Turns und ist am Ende des Tages fix und alle und finde es aber trotzdem cool und macht trotzdem wieder. Aber man merkt eigentlich gar nicht, wie viel Energie durch diese Anspannung verloren geht. Weil das Fahren an und für sich ist ja schon anstrengend und das benötigt auch Energie für die Konzentration, die Muskeln. Du musst kämpfen am Motorrad, damit es dahin fährt, wo du hin willst. Das ist auch ein anstrengender Sport. Und wenn jetzt diese Anspannung noch dazu kommt, dann wird es gefühlt 10-mal so anstrengend. Und ich muss euch gestehen, ich habe echt lange gebraucht, um diese Anspannung wegzukriegen, weil ich dann irgendwann festgestellt habe, hey Alter, es macht keinen Sinn, egal wie angespannt ich bin oder egal wie viel Mühe ich mir gebe, hier Maximum Fahrzeit rauszuholen aus dem Ganzen, meistens wurde es dann eher weniger anstatt mehr, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe und es
mich angestrengt habe und angespannt habe. Und somit habe ich es eher immer locker angelassen, habe mir gedacht, ja gut, wir fahren halt das, was wir fahren können. Wir haben Spaß, geben uns Mühe, dass wir es gut machen. Und wenn mal ein Turn ausfällt, dann fällt er halt aus. Und das war eigentlich die beste Einstellung. Und ab dahin wurde es eigentlich immer besser, 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 besser und besser. Der zweite Part, ja, jetzt kommt wieder der Moralapostel, es tut mir leid, ich muss es sagen, und nehmt es ernst oder nehmt es nicht ernst, spart's nicht an den falschen Stellen. Es wird oft an einem Vorderrad für 125 Euro gespart, was dann letztendlich in einem Schaden von 4000 Euro und einem Knochenbruch endet. Das will keiner, aber das passiert sehr oft und nach wie vor. Jeder von euch sagt jetzt, naja, an einem Vorderrad spare ich nicht, aber ihr glaubt nicht, wie viel Leute, ich kennengelernt habe, die auch der Meinung waren und dann trotzdem mit einem 15 Rennstreckentage alten Vorderrad rumgefahren sind und gesagt haben, ja, das sieht doch noch gut aus. Aber er war total ausgehärtet vom ewigen Aufheizen, Abkühlen, Aufheizen, Abkühlen, Aufheizen, Abkühlen. Und irgendwann klappt er dann einfach ohne Ankündigung ein und man denkt sich so, was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht? Ich habe keine Ahnung. Weil du die Reserve von dem Reifen einfach extrem minimierst. Das kann eine Zeit lang gut gehen, aber irgendwann brauchst du die Reserve von dem Reifen und dann klappt er einfach ein und du weißt gar nicht warum und hast einen Riesenschaden produziert. Bist dann vielleicht nur 3 Turns von insgesamt 15 Turns am Event gefahren und das kostet dann auch noch zusätzlich Geld. Bist dorthin gefahren, hast dich vielleicht noch verletzt, fällst dann aus für die nächsten Monate und. Spart's auf keinen Fall am Reifen. Ich würde euch empfehlen, da spielt es noch gar keine Rolle, ob ihr jetzt einen Dunlop, Bridgestone, Pirelli, Metzeler, Michelin, vollkommen egal, aber spart's nicht daran, kauft's nicht irgendeinen gebrauchten Schrott von irgendjemandem, den ihr nicht kennt, kauft's nicht, nehmt's nicht irgendwelche Reifen aus dem Fahrerlager, weil es sagt, sie sieht noch gut aus, das dürft ihr auf keinen Fall machen, sondern ich kann euch empfehlen, tut's jedes Event ein neues Vorderrad drauf und je nach Speed, 1 bis 2 Tage pro Hinterrad. Und dann fährt es auf jeden Fall schon mal gut. Die Vorderräder, die müsst ihr einfach prophylaktisch runternehmen, weil die härten aus. Da werdet ihr am Anfang vor allem, wenn ihr noch nicht so schnell seid, nicht so viel Material runternehmen. Dafür werden die einfach hart. Und dann zieht es die Weichmacher raus und dann hat der einfach nicht mehr den Grip, den er eigentlich haben müsste, wenn er neu ist. Und dann ist einfach eine unnötige Gefahrenquelle, die man absolut mit 125 Euro mehr. Und wenn man das aufs Jahr rechnet, was man dann mehr investiert, ja, es ist kein billiges Hobby, aber es wird noch teurer, wenn es in Blechverformung endet. Nächster Tipp, wo ihr nicht sparen solltet, ist bei der Wahl eures Veranstalters. Manche Veranstalter, ich will keine Namen nennen, gehen mit sehr günstigen und verlockenden Dumpingpreisen an den Markt. Und das klingt verlockend, aber im Endeffekt spart man sich dabei überhaupt nichts. Denn meistens holen die Veranstalter sich die Kohle dann irgendwie über extra Transpondergebühren zurück oder buchen extrem viel Menschen in die Veranstaltung ein, um den Unkostenapparat zu stemmen. Und mehr Fahrer bedeutet mehr Verkehr und somit mehr potenzielle Fehlerquellen, mehr Rotphasen, weniger Fahrzeit, mehr Gruppen und. Also das macht relativ wenig Sinn und vor allem kommen dann auch noch die ganzen Sparfüchse zu diesen Veranstaltungen und die Sparfüchse haben meistens ein uraltes Vorderrad, eine uralte Kiste, die vielleicht schon Motorschaden vorprogrammiert ist und das sind dann die ganzen Ölspuren auf der Rennstrecke verbreiten, auf denen ihr dann ausrutscht. Von dem her investiert es ein bisschen mehr in den Veranstalter, das kostet nicht extrem viel mehr, aber so das mittlere Preissegment, lieber auch die teureren Veranstalter nehmen, da habt ihr im Endeffekt mehr Fahrzeit, weil weniger los ist, weniger Leute da sind, die Leute mehr gediegen sind, wissen, was sie tun und das rechnet sich auf euer Wochenende im Endeffekt, weil ihr mehr davon habt, ihr fahrt mehr, fahrt sicherer und habt viel, viel, viel mehr davon. Das Gleiche auf keinen Fall an Sicherheitsausstattung sparen, Lederkombi im besten Falle mit Airbag. Wenn jemand sagt, er kann sich kein Airbag leisten, aber Rennstrecke fahrt, finde ich, ist ein falsches Argument. Dann muss er halt auf ein Event verzichten, weil so ein Airbag-Differenz zum Nicht-Airbag-Kombi kostet in der Regel nur noch so 800 Euro. Im Verhältnis zu dem, was ich dabei mehr schütze mit Schulter, Schlüsselbein, Genick, Rücken,
Brust und so weiter, ist es eigentlich schon fast günstig, wenn ich bedenke, was ich da alles an Mehrwert habe. Und von dem her würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Das muss kein 3000 Euro Lederkombi sein, aber es gibt ein Airbag-Lederkombi schon irgendwo ab 1500 Euro. Und das ist schon effektiv. Und im Worst Case, nimm einfach eine Airbag-Weste. Sieht nicht so toll aus, wissen wir alle, aber es schützt enorm. Und ich würde heute ohne Airbag keinen Meter auf die Strecke fahren, weil es muss noch nicht mal du schuld sein, an einem Sturz. Es kann auch irgendwas anders sein. Es kann ein Mitfahrer sein, der dich vielleicht abschießt, weil er einen Fehler gemacht hat. Es kann Öl, Dreck, Kies einmal auf der Strecke liegen, ohne dass der Streckenposten oder du gesehen hast. Es kann immer alles und immer irgendwann passieren. Von dem her schützt dich maximal mit einem Airbag-Kombi und keinen 350-Euro-Kombi, den es irgendwo beim Discounter gibt. Würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Dabei kannst du eher dann am Motorrad sparen. Dann kauf dir halt nur eine 600er oder nicht die teuerste Rennverkleidung oder keine Carbonfelgen oder was auch immer. Na, oder schlaf dafür ein paar Mal im Auto oder geh nicht ins Restaurant. Aber die Sicherheit ist echt wichtig, weil, wie gesagt, du kannst noch so gut fahren. Du kannst immer stürzen. Es kann immer irgendwas passieren. Mit dem kalkuliere ich immer. Ich habe immer das im Hinterkopf. Ich kann aus irgendeinem Grund stürzen. Ich muss noch nicht mal selber schuld sein dran. Aber ich kann natürlich auch selber schuld sein. Na, also die Möglichkeit besteht und irgendwann stürzt jeder. Es ist nicht der Frage, ob, sondern wann. Von dem her, bitte, bitte beachten. Nicht an der falschen Stelle sparen. So, gehen wir über zu den schöneren Dingen des Lebens. Wie es am besten schneller, besser auf der Rennstrecke wird. Ich schaue mal hier kurz nebenbei, ich habe mal ein paar Notizen gemacht. Ist doch ein einiges, was ich so aus dem Kopf in die Notizdatei hier auf meinem Mac geschrieben habe. Jetzt kommt's. Das Schwierigste für die Rundenzeit ist nicht die Technik, sondern der Blick und das Auge für die Geschwindigkeit. Das habe ich feststellen müssen. Natürlich ist Linie, Körperhaltung, komme ich später noch drauf, und die Technik, das Verstehen, wie das Moped zum Funktionieren hat und ist alles wichtig, ja. Das bringt aber alles relativ wenig, wenn man den Blick oder das Auge nicht hat, um Geschwindigkeit richtig einzuschätzen. Weil das Einzige, das dir maximal Geschwindigkeitseinschätzung gibt, ist das Auge. Klar, fühlt der Körper was und das Gehör bekommt auch ein bisschen was mit und die Gehkräfte und Wind, ja. Aber das meiste gibt dir das Auge zu verstehen. Das beste Beispiel hierfür ist, setz dich mit 850 km/h in ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe, guck aus dem Fenster und du sagst, ist langsam, ne? Wer schon mal geflogen ist. Und wenn du auf dem Fahrrad steigst und einen Berg runterfährst mit 40 km/h, und denkst, bremsen, ne? Fühlt sich schnell an, obwohl es nur 40 ist. Schaust fürs Vorderrad, ist alles nah da, bewegt sich extrem schnell, fühlt sich scheiße schnell an. Von dem her, die Optik regelt die Geschwindigkeit. Und das ist ein entscheidender Faktor. Denn, na klar, die Linie und so weiter ist wichtig, aber um jemanden richtig schnell zu machen, tue ich mich leichter, wenn jemand ein gutes Auge hat für die Geschwindigkeit, vielleicht nicht die perfekte Linie, da bringe ich ihn dann hin. Aber wenn jemand schon die perfekte Linie hat, aber einfach nicht das Auge für die Geschwindigkeit oder auch falsch guckt und deswegen das Auge nicht für die Geschwindigkeit hat, das ist schwierig, den schneller zu machen, weil der fühlt sich ja immer schnell und wenn du dich schnell fühlst, passiert unterbewusst immer das oder das Gas zu oder bremsen. Wenn du dich unterbewusst langsam fühlst, gibt dir das Motorrad und der Körper das Gefühl von Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein endet in Gas aufmachen. Und von dem her, das sind zwei unterbewusste Dinge, die passieren. Gas zu machen, bremsen, Gas aufmachen. Das passiert nie bewusst und das ist immer abhängig von deinem Selbstbewusstsein am Bike. Und wenn du richtig guckst und dadurch dich eher langsamer fühlst, fährst du automatisch schneller. Und deswegen ist es so wichtig, immer weit vorauszuschauen, den Horizont immer im Fokus zu haben, quasi wie bei einer Kamera auf unendlich fokussiert zu haben. Und alles, was vor einem passiert, muss immer out of focus sein, immer im peripheren Blick. Der Scheitelpunkt unmittelbar vorher, der darf nicht anfokussiert werden. Der Bremspunkt unmittelbar vor dir, der darf nicht anfokussiert werden. Der Vorfahrer oder der zu überholende, auf den du auflaufst, vor dir, der darf nicht anfokussiert werden. Du musst deine eigenen Punkte weit voraus haben, um dich maximal langsam zu fühlen und um dann maximal beschleunigen zu können und richtig Gas geben zu können. Und das ist extrem wichtig, dieses weit vorausschauen, schon immer entweder
die Bremspunkte von der Entfernung, wenn du am Bremspunkt bist, schon den Scheitelpunkt, wenn du am Scheitelpunkt bist, schon den Ausgang oder kurz vor dem Scheitelpunkt schon wieder den Ausgang zu fokussieren, immer weit raus, so weit wie möglich, weil nur dann bist du in der Lage, zum richtigen Zeitpunkt das Gas zu öffnen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und das habe ich für mich gelernt. Ich kann noch so gut die Linie beherrschen, ich kann noch so gut bremsen können, wenn ich nicht richtig gucke und mir dabei extrem schnell vorkomme. Nächster und sehr wichtiger Punkt für mich, die Reproduzierbarkeit von Perfektion beim Fahren benötigt 4 Jahre und tausende von Rennstreckenkilometern. Boah, quasi unmöglich für den Otto-Normalverbraucher? Schwierig. Also Reproduzierbarkeit, was bedeutet das? Reproduzierbarkeit heißt, Frage, bist du in der Lage, jede Runde gleich schnell zu fahren? An deinem oder fast an deinem persönlichen Limit? Da wird wahrscheinlich die Antwort von den meisten von euch sein, nee, ich fahre irgendwann mal meine beste Zeit und wenn ich Glück habe, dann komme ich da nochmal hin, aber meistens nicht. Ja, das ist normal. Ne? Und meistens fehlt es dann um 2 Sekunden und keiner weiß warum. Und dann die nächste Frage, bist du in der Lage, jede Runde in jeder Kurve einen handflächengroßen Punkt am Scheitelpunkt immer wieder zu treffen? So was wie bei Mario Kart, so die Sterne rausfliegen? Die meisten würden sagen, manchmal. Also nein, das ist Reproduktion des Gefahrenen. Und ich war der Meinung vor 2 Jahren, dass ich das eigentlich ganz gut beherrsche. Das muss ich jetzt aber eigentlich revidieren, weil jetzt 2 Jahre später habe ich festgestellt, jetzt kann ich es besser. Das heißt, ich konnte es eigentlich vor 2 Jahren quasi nicht gut. Meine Geschwindigkeit hat sich nicht mehr so drastisch verbessert. Das sind Zehntel, die da ab einem gewissen Rundenzeitniveau machst du keine Sekundensprünge mehr. Aber ich merke, dass ich ein besserer Fahrer geworden bin, ohne recht viel schneller geworden zu sein, weil ich eben viel fahre und viel Fahrpraxis habe und da geht es auch ums Handling und wenn man jetzt einen Führerschein hat und auf der Straße fährt, dann denkt man, okay, ja, ich kann das Motorrad handeln, weil ich komme ja quasi ohne zu stürzen von A nach B, im meisten Fall. So, jetzt ist die Frage, in welchen Geschwindigkeitsbereichen decke ich das ab, dieses Handling? Wenn ich umso langsamer ich fahre, desto einfacher ist das Handling. Umso schneller ich werde, desto schwieriger ist das Handling, weil dann das Timing eine sehr große Rolle spielt. Wann lenke ich wann wie wo ein? Welchem Speed? Auf welchem Bremsdruck? In welchem Eingangswinkel? In welcher Schräglage? Bla, 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 bla. Und umso schneller, desto schwieriger. Und da ist die Frage, ich denke, 90% der Rennstrecken-Hobbyfahrer fahren in einem Geschwindigkeitsbereich, wo das Handling eigentlich schon grenzwertig beansprucht wird und grenzwertig abgeliefert werden kann. Und das ist ein Thema. Und da habe ich festgestellt, dass mir meine vielen Coaching-Runden, die jetzt nur ein Beispiel dafür sind, aber im Endeffekt zeigen, dass wenn jemand 2-3 Sekunden in seiner Maximalperformance rausnimmt, im Sinne von, hey, ich fahre jetzt mit 70% meiner Leistung, nicht mit 100, nicht am Limit, nicht mit, oh, zu spät, knapp, erschrocken, sondern, okay, jetzt ne, so und so und okay, schalten, bam, bam, oh, bam, 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 easier. Dann ist er in der Lage, besser die Reproduzierbarkeit zu liefern und damit stärkst du auch das Selbstbewusstsein mit dem Handling vom Bike und dann lernst du besser, das Motorrad in jeglicher Situation zu beherrschen und dann kannst du wiederum schneller werden. Das heißt, das Ziel sollte sein, mit 70% deines Möglichen immer stetig zu steigen. Manchmal kannst du mal eine raushauen, kannst sagen, okay, ich fahre mal 90% oder mal eine kurze Etappe. Aber dann wirst du merken, dass es relativ schnell unsicher wird und dann wird es auch gefährlich und nicht mehr reproduzierbar. Und alles, was nicht reproduzierbar ist, ist schwierig zu verbessern, wenn ich eine gute Runde nur auf Zufall treffe. Wenn ich eine gute Runde nur auf Zufall treffe, wie soll ich sie dann verbessern? Ich weiß ja nicht, was ich vorher gemacht habe, weil ich so Burnout war oder Senses Overloaded, wie man im falschen Sport sagt. Von dem her reproduzierbar sein. Ich habe das auch gelernt, vor kurzem erst habe ich dieses Jahr angefangen mit diesen Queranbremsen und so einfach ein zusätzliches Handling-Benefit am Bike zu haben, um dann festzustellen, ey, ich könnte ja da später bremsen, ich könnte da später bremsen, ich könnte da später bremsen. Warum mache ich das eigentlich nicht? Weil ich erst durch das Handling-Confidence gemerkt habe, ey, ich kann nicht später bremsen und bin somit schneller geworden. Oder habe ich angefangen, spaßeshalber zu versuchen, mit einer Hand einen Wheelie zu fahren. Also aus der Kurve raus, Wheelie aufs Hinterrad, das Gas, die Hand am Gas lassen und mit der linken Hand ein Peace-Zeichen zu geben.
das siehst du bei den Profis, denkst, das schaut einfach aus, versuch das mal. Da denkst du, dann fangen die es erstmal an zu schlagen, zu wackeln, sondern brauchst du eine gewisse Muskulatur, die dir das erlaubt, die dir dieses Klammern ins Bike erlaubt, dass du die Hände locker lassen kannst. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Aber das ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig gewesen, weil ich dann in der schnellen Runde, wenn ich sage, okay, jetzt kommt es mal drauf an, jetzt will ich mal eine raushauen, dann war ich in der Lage, das abzuliefern oder darauf aufzugreifen, weil ich das Handling perfekt beherrschte. Und ich denke, das ist nach wie vor noch ausbaufähig, obwohl ich jetzt schon wirklich verdammt viele Rennsteckenkilometer gefahren bin. Also extrem wichtig, Reproduzierbarkeit, was mich zum nächsten Punkt bringt. Und das, mein Fahrstil hat sich mittlerweile als rund entpuppt. Ich dachte mir immer, ich bin so dieser Spitzefahrer, ich fahre so ein bisschen spitz, aber eigentlich nicht. Und das habe ich festgestellt, weil ich auf Rennstrecken, die sehr rund und flüssig waren, wie zum Beispiel Almeria, im Verhältnis extrem schnell war. Und ich dachte mir, okay, das habe ich nicht gedacht. Was zeigt, dass die Eigeneinschätzung oder die Eigenreflexion meistens sehr, sehr schwierig ist und eigentlich nur von einem anderen besser beurteilt werden kann. Also ich kann es bei meinen Schülern gut beurteilen oder manche Profis, mit denen ich fahre, können es bei mir gut beurteilen, wo ich mir manchmal denke, aha, okay, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Okay, ja, muss ich mal drauf eingehen. Auch selbstkritisch sein und sagen, naja, vielleicht ist das doch nicht so mein Stil. Und dann kommt es darauf an, deinen Stil zu erkennen. Oder ich habe meinen Stil erkannt und habe dann versucht, den zu perfektionieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel erkannt, ich habe einen sehr hohen Kurveneingangsspeed und fahre schneller durch die Kurve durch, als ich dachte. Und dann habe ich das perfektioniert. Ich habe das so perfektioniert, dass ich quasi weniger hart beschleunigen muss am Kurvenausgang und somit viel weniger Grip am Hinterrad brauche und somit schneller durchfahre und dann meine Rundenzeit hole, weil das mein Stil ist und mir die Yamaha in dem Fall echt zugutekommt, weil die das gut kann. Die Yamaha ist kein so ein aggressiv Beschleunigungsteil. Es ist mehr so ein smoothes Motorrad. Das liegt mir und das habe ich für mich rausgefunden. Und das war eine gute Erkenntnis, das zu wissen, weil jetzt kann ich mich besser auf das konzentrieren und das macht mich schneller. Zu guter Letzt, der letzte Punkt, dann setz mich los. Zu guter Letzt, vergiss die Körperhaltung. Ellbogenschleifen mache ich nur, wenn ich die Fotografen sehe. Also, alle meine schönsten Bilder mit dem Ellbogen am Boden waren meistens nur, weil ich den Fotografen gesehen habe. Ich habe mich am Anfang extrem mit Körperhaltung beschäftigt. Du siehst die Profis, du siehst irgendwelche anderen, schaut geil aus, schaut dynamisch aus, wow, du möchtest auch können. Dann machst du gehst her und versuchst das einfach. Ne? Ellbogen raus, zack, boom, fühlt sich das an, Knie, Ellbogen, wow, scheiße, Körper, muss weiter raus. Bilder angesehen, Oberkörper muss weiter, Wirbelsäule ist nicht ganz gerade, fuck, muss ich wieder weiterarbeiten. Als ich aufgehört habe, mich darum zu kümmern, bin ich richtig schnell geworden. Dann habe ich einfach meinen Stil entwickelt, der mag manchmal okay sein, manchmal vielleicht nicht so okay, manchmal in manchen Situationen gut. Und dann habe ich festgestellt, dass die Profis in der Supersport-WM, in der Superbike-WM, in der IDM teilweise auch nicht immer so krass Ellbogenschleifen draufsetzen. Ja, Ilan Michalczyk, der IDM-Meister geworden ist auf der Superbike, wenn du den fahren siehst und sagst, er ist auf einer Kaffeerunde, so wie der drauf sitzt, aber er ist verdammt schnell. Also so wichtig kann das dann bis zu einem gewissen Bereich gar nicht so sein. In der MotoGP ist was anders, aber die fahren aber auch 65 Grad Schräglage und da müssen sie gar nicht so weit weg vom Bike, weil da ist da die Kanzel, da der Kopf und sie sind mit der Schulter am Boden. Liegt daran, weil das Bike 65 Grad Schräglage hat. Das können wir mit den Hobbybikes gar nicht machen oder mit dem Superbike vor allem auch nicht. Es geht nur in der MotoGP. Also von dem her ist das keine Referenz und vollkommen irrelevant. Und man tut dann sein ganzes Energierepertoire im Kopf immer nur auf diese Körperhaltung fokussieren und alles andere vergisst man dabei. Dann ist die Linie für den Arsch, dann ist der Blick für den Arsch, dann fangst du an, dich zu verkrampfen, dann ist alles für den Arsch, dann hast du keine Reproduzierbarkeit, so, das ist dann alles nur ein Glückstreffer und du bist eigentlich komplett überfordert. Also schraub die Priorität der Körperhaltung von 1 zurück auf 10. Sie muss schon noch da sein, die muss vom Rumpf her, von den Beinen, Knieschluss und so, das muss schon passen. Aber ganz ehrlich, ob der Kopf dann so oder so oder so, ey, komm, da siehst du bei jedem Profi oder bei 10 Profis siehst du 10 verschiedene Haltungen und sie sind alle schnell. Zwar gibt es manche, die wo schneller sind als der andere, aber für uns sind die alle schnell. Von dem her macht es keinen Sinn, sich da so stark drauf zu fokussieren. Das ist das, was ich in 5 Jahren Motorrad Rennstrecke und naja, es müssten eigentlich schon 100.000 Rennstreckenkilometer sein, gelernt habe.
und an euch weitergegeben habe. Und ich bin interessiert, was ihr davon haltet, was ihr gelernt habt. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr mit was ich gerade gesagt habe, d'accord seid oder ob ihr sagt, Meinl, du redest über kompletten Schwachsinn. Schreibt es gerne in die Kommentare, aber bitte zerreißt mich nicht und seid freundlich zueinander. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und neu hier seid, gebt mir gerne einen Daumen hoch und teilt das Video auch mit euren Freunden, die auch Motorradrennstrecke fahren oder die es gerne noch machen möchten. Wir müssen hier schauen, dass wir ein bisschen wieder mehr Aufrufe und Abos und so. Ja, also, teilen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.